Dieses Video beschäftigt sich mit einem der größten und übelsten Probleme der deutschen Rechtschreibung. Nein, es ist nicht die Groß- und Kleinschreibung, sondern es ist die Zusammen- und Getrenntschreibung. Und eigentlich muss man sich nämlich auch wirklich entscheiden, ob ein Verb oder ein Nomen oder ja, meistens sind es Verben zusammen oder getrennt geschrieben wird und nicht so auf eine Dreiviertellücke. Und man kann sich das überlegen als Lehrkraft, ob man das als Lücke gelten lässt oder auseinander oder getrennt zählt oder, sondern man muss sich schon selbst entscheiden. Und es gibt so ein paar Regeln, an die man sich halten kann. Die Verben sind nicht ganz so schlimm, deshalb fangen wir damit auch mal an. Und ich erkläre das einmal. Ich weiß, es wird nicht das letzte Video zu dem Thema sein, aber erstmal so die Basics, die werde ich jetzt mal erklären. Ich werde jetzt mal hier hoffentlich, jetzt in die Präsentation gehen. Z hier. Und wir wollen das jetzt eigentlich mal sehen. Ja. So, Zusammen- und Getrenntschreibung bei Verben. Ja, das hier ist unser Verb. Das sieht nicht gerade sehr freundlich aus. Ein kleines Monster und so. Und dieses Verb soll jetzt entscheiden, will es mit irgendwas zusammengehen oder will es das schlucken und überhaupt ausspucken oder so? Oder so, wie sieht dieses Verb das? Wir haben die Wann, Wo, Wie-Angaben. Meistens sind es ja Angaben über Ort, Zeit, Art und Weise, mit denen man eben so hantiert bei Verben. Zusammenstoßen oder hinunterschlucken oder hier bleiben, da sein, gemein sein, wie auch immer. Es sind eigentlich, ja, es sind entweder Wann, Wo oder Wie-Angaben. Wir lassen jetzt mal das Problem weg, ob es eigentlich Adverbien sind oder Präfixe oder so. Das ist für die Zusammen- und Getrenntschreibung nicht ganz so wichtig. Wenn wir, und das ist jetzt so die einfachste Regel, das ist ja lustig animiert hier, das habe ich ja gut hingekriegt, wenn es Bewegungsverstärkungen sind, dann sagt das Verb ja, du darfst mich anfassen und ja, wir gehen zusammen durchs Leben. Vielleicht kann man sich das so merken, zusammen gehen, so, irgendwie so. Dazu gehört zusammenstoßen. Immer wenn es eine Bewegungsverstärkung ist, deshalb sind es eben auch Bewegungsverben, die überhaupt diese Problematik aufwerfen, bei bleiben, stehen und so, gibt es diese Problematik so jetzt erstmal nicht, sondern es können eigentlich nur Verben sein, die erstmal so eine Bewegung haben. Und dann muss man eben entscheiden, so bleibt es jetzt in dieser Bewegung, dann schreibe ich das zusammen, oder ist es eher, nein, ist keine Bewegung. Bei Zusammenstoßen, husch, klar Bewegungsverstärkung. Voraussehen. Es ist also auch innerlich gemeint. Es ist also nicht nur die Bewegung auf einer Straße oder so, sondern es ist eben auch gedanklich. Ja, voraussehen. Ah, in die Zukunft sehen. Bewegung. Etwas durchlesen. Auch das eine Bewegung. Hinauslaufen. Weg, weg, weg. Ja. Hinunterschlucken. Auch wenn man das in übertragener Bedeutung macht, also ein Problem hinunterschlucken oder eine Beleidigung hinunterschlucken oder so. Auch das wird zusammengeschrieben. Zurückdenken. Ja, natürlich. Ich stelle mir vor, ich gehe auf einer Leiste innerlich zurück. Bewegungsverstärkungen werden also auch in übertragener Bedeutung mit dem Verb zusammengeschrieben. Also das tue ich so grundsätzlich mal. Wenn ich dagegen eine Ortsangabe habe, dann sagt das Monster, nein, 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 wir gehen nicht zusammen durchs Leben. Ich schluck dich eher runter. Also hier sein. Also sein, werden, bleiben, haben, werden eigentlich in der Basis sowieso überhaupt mit gar nichts zusammengeschrieben. Vor allem nicht sein und werden. Das wird eigentlich, nein, ohne eigentlich. Es wird nichts, mit gar nichts zusammengeschrieben. Hier sein, hungrig werden, dabei bleiben. Nee, wo bleibe ich dabei? Es ist überhaupt keine Bewegung dahinter. Übrig haben, auch das nicht. Das ist einfach, ich habe es übrig. Keine Bewegung, also auseinander. Bisschen fies ist, wenn ich ein zweites Verb habe, wie spazieren gehen, verloren gehen, auch die werden verschluckt und werden nicht zusammengeschrieben. Jedenfalls grundsätzlich nicht.
Also diese ganzen Bereiche, wenn es keine Bewegungsverstärkung ist, erstmal einfach das Monster schluckt es runter. Nein, ich will nicht mit dir zusammen durchs Leben gehen. Nein, 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 das mache ich nicht. Jetzt gibt es natürlich ein paar Ausnahmen. Und zwar, halt! Was ist, wenn wir eine Bedeutungsveränderung haben? Da dürfen jetzt alle mal weghören, die in der 5. und 6. Klasse sind. Das ist eigentlich eher etwas für ab 7. Klasse. Also da reden wir darüber, ob das Verb eine Bedeutungsveränderung durchläuft. Denn dann wird es manchmal eben doch zusammengeschrieben. Deshalb frisst das Monster das hier nicht, sondern da müsste ich doch zusammen mit dem Ding vielleicht durchs Leben gehen. Zum Beispiel etwas satt haben. Ich habe etwas satt, heißt nicht, ich habe so viel gegessen, dass ich satt bin, sondern etwas satt haben heißt, ich kann es echt nicht mehr sehen. So. Das hat mit Nahrung nichts zu tun. Da hat die Bedeutung sich so weit entfernt von der Grundbedeutung, dass man das zusammenschreibt. Standhalten. Da kann man das noch anders begründen. Bei Stand, das hat nichts mehr mit dem Stand zu tun. Ich kann da also keinen Artikel einsetzen, sondern da hat sich das so verselbstständigt. Standhalten. Ich bin wehrhaft. Ich halte stand. Das wird also auch zusammengeschrieben, weil diese Bedeutung Stand ist nicht mehr der Stand, Marktstand oder sonst irgendwas, sicherer Stand, sondern das hat sich verändert. Standhalten heißt einfach, ich bleibe da, wo ich bin und ich lasse mich nicht umpusten oder so. Bei Eislaufen ist es ebenso ähnlich. Das ist also nicht das Eislaufen. Ich kann also nicht ein Eis laufen oder so, sondern das ist eben Eislaufen ist ohne Artikel, hat sich auch so verselbstständigt, dass man das also auch nicht mehr auseinandernehmen kann. So ähnlich ist es auch bei Kopfstehen. Ich stehe nicht den Kopf oder so. Das kann man eben auch nicht mit Artikel setzen, sondern da hat sich das verselbstständigt, diese Bedeutung. Und wenn sich diese Bedeutung so weit verflacht hat, dass es ein eigenständiger Begriff ist und dass man es auch eben nicht mehr auseinandernehmen kann, sodass eben ein Artikel da reingesetzt werden kann in die Verbindung, wird es auch zusammengeschrieben. Ganz fies sind solche Sachen wie sitzen bleiben. Wenn sitzen bleiben die Bedeutung hat, ich wiederhole eine Klasse, also ich bleibe sitzen in der Klasse, dann wird es zusammengeschrieben. Wenn ich aber sage, ich bleibe sitzen, also wir wollen alle sitzen bleiben, wenn die Frau kommt und sich hinsetzen will, dann wird es auseinandergeschrieben. Also nur dann, wenn es diese veränderte Wortbedeutung hat, eine Klasse wiederholen, das heißt ja nicht wirklich, dass man sitzen bleibt in der Klasse, sondern man bleibt sitzen und muss das Schuljahr nochmal machen, dann wird es wieder zusammengeschrieben. Also immer, wenn die Bedeutung sich so verändert hat, dass es nicht mehr die Ursprungsbedeutung ist, dann wird es zusammengeschrieben. Aber davon gibt es nicht so viele Wörter. Also wenn man die Bewegungsverstärkung kann, hat man viel gewonnen. Und wenn man dann eben weiß, so bei diesen ehemaligen Nomen wie Eislaufen, wenn die eben keinen Artikel mehr haben können, wenn die Bedeutung so flach geworden ist, dann muss ich das auch mit dem Verb zusammenschreiben. Und alles andere schreibe ich mit den Verben auseinander, also nicht zusammen. Ja, ich weiß nicht, ob das schon beim ersten Mal geklappt hat. Ich hoffe das natürlich. Ja. Seht euch das nochmal an. Dazu gibt es ja auch Übungsmaterial. Aber ich glaube, so die Grundlagen, die haben wir, glaube ich, heute geklärt. Okay, viel Spaß und viel Erfolg beim Schreiben.